Das Supercup-Finale zwischen dem DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund und dem amtierenden deutschen Meister FC Bayern München im Westfalenstadion der Dortmunder. Bayern mit einer Gegenstoßaktion nach einer knappen Viertelstunde. Dortmund sehr aktiv nach vorne, aber hinten dann überrumpelt und mit dem 0:1. Serge Gnabry am zweiten Pfosten freigelassen, trifft dann den Innenpfosten von dort. Geht der Ball ins Tor. Kobel sieht etwas unglücklich aus. Wenn er ein bisschen besser steht, dann hält er den auch. Aber der BVB war hier nicht das schlechtere Team, machte einen sehr guten Eindruck nach dem 5:2 gegen Frankfurt. Waren sie auch heiß hier nachzulegen. Erling Haaland, der fünffach beteiligt war an den Treffern gegen Frankfurt. Hier liegt er auch für Hazard, der scheitert aber am gut reagierenden Manuel Neuer. Und vor der Pause nochmal der BVB. Mo Dahoud, Jude Bellingham, der FC Bayern sehr passiv. Bellingham quer zu Haaland. Und wieder Manuel Neuer. Der Ausgleich wäre locker drin gewesen. Aber Manuel Neuer eben verschonte seine Mannen davor. So ging es mit dem 0:1 in die Pause. Serge Gnabry erzielte den schmeichelhaften Treffer, der aber eben auch in dieser Effizienz erstmal erzielt werden muss. Springen wir in den zweiten Durchgang. Der FC Bayern nach dem 1:1 gegen Gladbach. Auch durchaus mit Selbstbewusstsein. Dort fand man einfach zu häufig im Abschluss nicht die richtige Lösung. Und hier Goretzka lässt sich zu weit nach außen drängen. Und hier ist es dann wieder eine Großchance, die vergeben wird. Trifft an den Außenpfosten, fast eine Kopie des Tores zum 1:0. Aber diesmal sprang der Ball wieder aus dem Tor heraus. Bayern aber mit einer guten Anfangsphase im zweiten Durchgang. Goretzka, diesmal legt er aber quer. Lewandowski 0:2, 53. Minute, Müller mit dem Pass, Goretzka hat das Auge, das ist dann auch einfach gut gespielt und so ehrlich musste man sein, man merkte dem BVB an, dass Mats Hummels nicht dabei war, Axel Witzel und Akanji in der Innenverteidigung machten das zwar nicht schlecht, aber nicht perfekt, was dann wieder perfekt lief, war die Aufbäumaktion des BVB. Mo Dahoud in Szene gesetzt in der 80. Spielminute mit dem 1:2. Neuer alleine gelassen, kann da nichts mehr machen. Und es gab nochmal eine Standardsituation. Marco Reus bringt den rein. Haaland legt den zurück, aber etwas zu kurz. Leroy Sané. Kimmich mit dem Befreiungsschlag. Dortmund natürlich weit aufgerückt. Lewandowski leitet gut weiter auf Thomas Müller. Der enteilt seinem Gegenspieler. Legt quer. Gnabry 3:1. Schluss aus. Ende. Erste Minute der Nachspielzeit. Das 3:1. Der BVB musste alles in die Waagschale werfen. Hier wurden sie dann eiskalt erwischt. Und gehen als Verlierer vom Platz. Ein ebenbürtiges Duell, in dem der FC Bayern kaltschnäuziger war im Abschluss. Und so holen sie sich nicht unverdient den Supercup-Titel. War aber eben ein Spiel wirklich auf Messers Schneide.